Ist auch auf dem Weg. Was trage ich denn hier? Ah ja, schwarze Perlen. 95, das. Hallo, du schaust ja lieb aus. Danke. Aber groß bist du. Mit wem redest du? Ich rede mit Thea. Thea schaut aus wie ein großes Ja. Küken mit riesengroßen Krallen. Ach, das Ding, ja, das war Edward, gestern. Edward. Oh, du hättest gestern dabei sein sollen, du Cedis. Wie Findel und Greborg sich wieder mal total dämlich anstellen. Das war eine Lehrstunde. Das war eine Lehrstunde, wie man es nicht macht. Oh Mann. Wir waren im Jetzt, Sumpf. ganz, ganz kurze Frage vorher. Ich soll jetzt meine Sachen alle neu, weil ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja. Was soll, ich bin Level 68 und was soll ich jetzt alles hochschrauben? Auf jeden Fall 400 Gewicht. 400 400. Gewicht. Ich habe auch nicht 400, glaube ich, oder? Ich habe 400 Gewicht, ich habe 60 Resistenz und 94 Leben zum Schluss. 400 Gewicht? Also ich habe Resistenz? 300 Gewicht, da komme ich gut mit lang, wenn du genug Tiere dabei hast Aber und wenn Kram. er es noch bauen will, er kann es auch umskillen zum Schluss. Ja, aber Resistenz ist wichtig. Wo ist Resistenz? Ganz unten. Widerstandskraft, oder wie heißt das da? Fortitude. Ja, wenn du noch in Genau. Englisch spielst, dann. Ja. Wie hoch? Ich habe das auf 60, 62 Ich oder so. 60. Boah, das kriege ich niemals so hoch. Nee, Ja, musst du ja genau. jetzt nicht. Du kriegst ja noch Level dazu. Das ist also du levelst ja noch. Und Health und Hält? Stamina gar nicht, oder was? Mach dir Hält, lieber, ja. mach dir erstmal lieber die 100 im Leben rein. Ja, mach Bevor mal. du Fortitude machst. Okay. So, Leben Gut. habe ich jetzt 408, 450 habe ich auf Leben. Aber ich bin ja schon Level 89. Ich habe jetzt nur 280. Ja, gut, das ist aber trotzdem noch. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Juhu. Aber ich bin verletzt. Ich muss mir was zum Essen Ja, holen. ist klar. Du hast ja auch Mein Leben gerade dein ist still, Leben deswegen. geskillt. Der schaut auch total witzig aus, wie. Wisst ihr, wie der ausschaut? Wie ein total haariger Otto. Kennt ihr den Otto? Ja. Aus Ice Age? Ja. Ach so. Ach, den Otto. Ja. Wo ist mein Helm? Oh, jedes Mal dasselbe. Heiliger Bimba, mir hat sich echt viel geändert. Am besten für eine Diskussion, erzählt der Müll, passt auf dem Boot. Oh. Wir wollten gestern so ein Riesenpferd aufs Boot packen. Geht nicht. Auf dem Quetzel ging's auch nicht. Bis Mann, nach oh 2 Stunden Mann. endlich uns mal jemand aufklärte, dass das nicht geht. Wo sind die Geht nicht. Schafe? Die sind in der Höhle. Ach Wir haben stimmt. alles Ah. umziehen müssen auch und. Es war ein bisschen eng. Jetzt ist diese Höhle eng. Das geht. Wir sind ja gerade am Ausbauen. Jetzt habt ihr hier im Essensbereich ein Dodo-Nest oder was? Wie hygienisch, echt. Das ist. Da kannst du Eier vorbrüten mit. Die brütet da automatisch bis auf 1%. Und dann kann man die ganz schnell schnüpfen lassen, wenn man will. Muss man sich da nicht drum kümmern. Und der hört dann auf bei 1%. Ja, geklappt. Schnubbeliwupp. Mein Helm ist weg. Ich habe meinen Helm verbummelt. Ich habe dir nichts Neues. Wollte gerade sagen, war nicht der Erste. Doch, das ist aber blöd, weil das. Oh, die Mühle ist auch schon fertig. Sag mal. Nee. Nee. Nee, nee. Das sieht doch so aus von der Seite. Von hinten ist sie doch offen. Okay. Und hinten ist Ruine. Oh, was ist denn da hinten passiert? Da Die haben wir Türme? einen neuen Nachbarn oder was? Oder? Das Nein. waren wir selber. Ach so? Das wird. Das dämen wir. Da zählen wir Tiere und das wird halt so ein Durchgang oben noch mit so einem Glaskasten, also so ein Glas, so eine Glasbrücke kommt da oben noch zwischen die beiden Türme und so. Soll ja auch ein bisschen nach Aha. was aussehen, ne? Aber wie Okay. gesagt, das sind alles zurzeit Baustellen. Wir sind die ganze Zeit nur um Tiere zählen. Ach du heiliger Bimbam. Das,
Ich glaube, das reiße ich ab. Dann habe ich Materialien, um meine Burg weiterzubauen. Lauter Eisen. Oh, was ist denn hier? Cool. Wer ist da mit dem Drachen gekommen? Weiß ich nicht. Ronny wahrscheinlich. Apropos. Servus. Jemand mit dem Schwert? DMC. Old so. Gods of Asgard. Ach, der Idiot. Ey. Homunculus. Uri. Ich will meinen Helm wieder haben. Geht das Mammut noch unten? Das Mammut? Nee, das ist schon wieder drüben. Offend. Also, was haben wir gemacht? Wir haben... Oh, ein Ei. Noch ein Ei. Ein Zuckerei. Zuckerei. Wir haben Tiere gezähmt, ganz viele, die Eier legen sollen. Dann haben wir ein bisschen gebaut in der Zeit, wo du nicht da warst. Wir haben da oben so einen Stachelzaun hingestellt, wie du vielleicht gesehen hast, da an der Kante, damit dann hier nicht immer alles runterfällt zu uns, obwohl die kommt trotzdem runter. Ach, du meinst von meiner Plattform hier oben, oder was? Ja. Da siehst du auch die grünen Zahlen da, weil er sich irgendwelche Tiere immer dann da verheddern und dann greifen die das an und dann sterben die mit der Wahl. Okay. Und hier gibt es momentan immer so viele Tiere. Wir hatten ständig irgendwas Böses hier im Bereich gehabt. Ja, das war echt nicht schön. Und meine Burg ist schuld, oder was? Nee, überhaupt nicht. Nein. Finde, ich habe noch 34.000 Kilo im Kühlschrank an Eiern. Wie viel Kilo? 34.000. Oh, oh. Das ist gut. Ich habe alleine nur 590 Dimorph-Eier. Hm. Auch Beeren für das Bierfass. Immer hier mit Dings los. Weiß ich, wer das hier macht. Ich will mal dieses Pferd reiten, dieses Krallenpferd. Ja, habe ich gerade leer gemacht. Kannst hier ein bisschen Holz mitbringen. Leer gemacht? Da ist Holz drin, da sind Kartoffeln drin, da sind... Hast das nicht funktioniert? Habt ihr auch mal die C-Taste benutzt? Ja. Mit C-Taste ist das nicht fahrbar. Der eine will ein Wüfern-Ei verschenken. Ja. Was ist ein Wüfern-Ei? Drache. Der gerade mit dem Drachen da war. Gern. Der hat auch irgendwie Milch oder so. Ja, hat vorhin Alpha umgelegt. Kommt drauf an, was ein Drachen überhaupt. Oh Gott, 29,50. Die... Willst du da hin? Bündel? Fliegst du hin oder flog ich hin? Das ist. Was machst du gerade? Ich wollte. Das ist hinter der Pelagonisbucht. Ja, du mal, musst erstmal das Tier. Ich habe keine Pistole. Auf dem Berg ist das nicht, da war ich schon. Die Pistole. Soll ich da hinfliegen? Oder fliegst du hin? Dann fliegst du hin, dann hol ich. Flieg hin. Flieg du mein. 22,50 hier, Pelagonisbucht. Boah. Hinter den Pelagonisfelsen, hinten cool. Oben auf dem Berg. Sind zwei kann der fliegen oder was? Die Burg gebaut haben oder was? Da oben. Ja. 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 Weißt du, wo wir, ne? Krebok? Kann der fliegen hier? Nö. Den du gerade hast? Weiß ich nicht, ich setze das erste Mal drauf. Genau. Das ist ein Riesenstrauß mit langen Krallen. Der kann. Der schaut aber hübsch aus. Der kann irgendwie. So Faxen machen. Das war jetzt Edward mit den Scherenhänden. Ja, der sammelt verschiedene Sachen ein. Entweder Beeren oder Holz. Finde ich, so genau wollte man es nicht wissen. Was denn? Ich komme. Zum Drachenei! Nicht, was du wieder denkst. Kann ich doch nicht ständig. Oh, mein Knight Rider. Hallo, ich hab dich schon lange nicht mehr gesehen. Komm her. Das ist gut. Ich wollte keine Fasern. Wie kann man denn... Links ist Holz oder rechts ist Holz? Rechts sind Fasern. 50. Drück mal C. Was macht er dann? Dann macht er Bären. Ich wollte ja einen Bären machen. Dann machen wir links. Ja, ich wollte ja kein Holz. Ich wollte ja nur Bären. Dann hat er nichts gemacht beim Busch. Oh, jetzt wieder so ein Eurypteriden-Ding. Das ist nicht da, wo wir gewesen sind. Das Stück ist weiter, oben auf dem Berg, doch. Nein, andere Richtung. Pelagonisfelsen. Das ist aber doch nicht da, wo wir gewesen sind. Wir waren unten im Sumpf. Da sollst du ja auch gar nicht hin, du sollst zum Pelagonisfelsen. Ja, der ist aber auf die andere Richtung, wo der Sumpf ist. Ja, da hat doch keiner was vom Sumpf gesagt.
Du hast gesagt, wo wir gestern gewesen sind. Nee, habe ich nicht gesagt. Wo wir letztens gewesen sind. Da, beim Peter Gornisfeld. Da oben, wo die Burg war, was ich dir gezeigt habe. Ja. Ja? So, und jetzt kommst du. Das war das eben? So, ich habe immer recht, ne? Ihr zwei. Ja, ich hab euch vermisst. Ja, wir haben dich auch vermisst. Oh ja. War richtig langweilig irgendwie. Keep Battlement. Ja, vielleicht komme ich jetzt auch mal vorwärts. Also die Pillars, die kann ich auch alle brauchen. Die waren doch sowieso alle von mir, glaube ich. Habt ihr die rausgeholt aus mir? Nein. Nein. Ich habe dich nur an den Haaren gezogen. Ich habe dich nicht weiter angekrabbelt. Oh, Mensch. Ja, du lagst doch draußen und da habe ich dich wieder in den Stall gebracht. Sonst hättest du das nicht überlebt, sonst wärst du tot gewesen. Aber am besten in den Stall, gell? So ohnmächtig, dass man da auch sein Mist hier abladen kann. Genau. So, jetzt warte mal, wo war das hier? Jetzt erstmal wieder klarkommen. 16 schwarze Perlen. Inventory? Weißt du jetzt, wo das ist? Masonry Table? Ja, 2050. Ich muss noch ein Stück fliegen. Das war doch der, wo man die ganzen Burgsachen bauen konnte. Das ist der mit dem Stein. Genau. Der Tisch mit dem Stein oben drauf. Ja, aber irgendwie... Der macht überhaupt nichts hier. Mit links macht er bei Büschen gar nichts. Mit C. Ja, mit C sammelt er Bären. Und irgendwelche Tiere. Mit rechts holt er Fasern und mit links macht er Holz. Ja, ist doch cool. Ich will aber nur Bären haben, bloß tragen kann er nichts. Villager? Nee, da ist auch nichts. Der Tisch mit den Steinen drauf. Ja, den klicke ich ja an, aber... Das ist nur Material Change Tool. Mehr ist da nicht. Da müssen noch Tisch stehen mit Steinen auf dem Tisch. Das ist doch der Tisch, und der daneben. Steintisch. Die sind doch alle da. Ja, Masonry Table, ja, oder? Ja, ja, oder da ist kein Menüpunkt mehr für mich. Die musst du doch neu lernen, die Rezepte. Das ist leider so. Du hast ja alle Punkte verlernt, also musst du auch alle Rezepte neu lernen. Ach so. Du kannst ja natürlich jetzt wirklich nur noch das dir aussuchen, was du erstmal nur noch brauchst, ne? Ach du heiliger Bär. Ja, das ist ein bisschen blöd. Aber so steht's geschrieben. Was wollte ich eigentlich jetzt? Guck, ob ich hier richtig bin. Bärenfarm. Bärenfarm. Steampipes. Ja, die Steampipes. Waren die das? Steampipes. Nein. Die sind doch, das nicht, weiter, ne? Du musst irgendwie... Gold auf Asgard. Das ist eine andere Base. Das sind zwei Base. Eines auf der Ecke und ein Stück dahinter. Aha. Na, das kann ja jetzt ewig dauern. Ja. Wie gesagt, ich habe auch nur das gelernt, was ich auch jetzt erstmal gebraucht habe. Stimmt, hast du lernt am besten das Letzte, weil dann kannst du die anderen Forderungen gleich mitlernen. Das ist ein Abwasch. Ja, es geht ja nicht bei diesem Burgenmod. Da musst du ja alles einzeln lernen. Ja, da ja. Das andere ist ja halt, da habe ich jetzt auch nur das, wirklich das Nötigste gelernt. Na? Laser Attachment. Juhu. Ich bin die ganze Zeit überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich so eine Rüptoride mal hoch sprenge. Wer rennt hier bitte mit der Motorsäge? Ich brauch noch eine Eishockey-Maske. Ja, das stimmt. Gibt's doch bestimmt auch. Ich habe einen Manticore-Skin. Hier haben wir Geschenke gekriegt hier von den B&B-Jungs. Können wir auch Bäume gut mit fällen und so, obwohl da haben wir ja unsere Tiere jetzt. Aber das ist ein Mod, oder? Das ist nicht. Nein, das ist von Scorch Earth. Die gibt's eigentlich nur auf, wenn du diese Erweiterung Scorch Earth hast. Okay. Da gibt's dann die Kettensäge. Hier laufen doch immer am Strand diese komischen, oder im Wasser sind doch diese komischen Krebstiere, diese giftigen, die einen betäuben. Wenn man die damit kaputt schneidet, wenn die tot sind, kriegst du ganz viel von diesen ganz teuren schwarzen Perlen raus. Okay. Tsch.
Giant, bla bla. Der Bug ist immer noch. Mit der Kettensäge, den haben die immer noch nicht gefixt. Die Kettensäge ist im Schrank. Ich habe immer noch das Geräusch. Das haben die schon seit Anfang an drin und das haben die noch nicht gefixt gekriegt. Das ist so peinlich, echt. Hier ist noch eine dritte Base. Wie heißen die denn jetzt? Nochmal. The Golden Gods of Asgard. Ja, hier ist noch ein Eigentümer links. Bin ich schon zu weit. Nämlich. Wir hatten. Also Asgard hatte ich nur hier gesehen auf. Da im Wasser so eine Bucht. Du kannst GPS mit. Doch, ich hab die Karte mit. Ist auch nicht so schwer, 50 zu finden. 2050. Das ist doch gleich da vorne. Der Pelikon ist fern, Felsen. Ist doch nicht weit weg, das ist doch gleich hier an der Ecke. Nee, hier waren die falschen. 50 ist weit weg. Ja, aber 20 nicht. Warte. 20 nicht, das ist ja nur... 50, das ist doch gleich da hinten. Ja gut, einmal der hier um diese Bucht rum. Das findest du schon. Flieg mal hoch, den Berg hoch. Ich würde ja am liebsten hinterher fliegen. Du hast hier Cedis? Und dich dabei filmen. Nee, bist du nicht. Das ist ein wilder Agdavis. Draußen steht einer. Also meiner, der Knight Rider. Draußen. Nein, stimmt, der steht direkt bei mir. Stimmt, den habe ich ja mit reingenommen. Ja, also draußen stehen lassen, das ist hier immer ganz, ganz gefährlich. Letztens war hier ein Alpha Kano und dann noch ein Alpha Raptor und noch ein Alpha T-Rex und die machen ja normalerweise den ganzen Tiere tot. Die hauen auf die Pauke. Können die rein, wenn die Tür offen ist? Nee, ja, können die schon, wenn die Tür auf ist, ja klar. Oh, das ist nicht so gut. Deswegen, Türen müssen immer zubleiben. Zumindest die großen. Die beißen aber auch durch die Wände durch. Das ist halt Na toll. Doof. Also es bedeutet, man ist tot so oder so. Oh, oder macht ihn halt vorher tot, ne? Wenn man es mitbekommt. Ich will dieses Kettensägengeräusch nicht mehr haben. Die ist lange im Schrank. Scheiße. Immer noch nicht gefunden. Sowas hatte ich mal bei Fallout 4. Ich frag mal. Bei Fallout 4 hatte ich mal den Fall, dass ich die Powerrüstung ausgezogen habe. Und ich habe dieses Powerrüstungsgeräusch nicht mehr weggekriegt. Ja. Da musste ich wieder von vorne laden. Das ist auf Teufel komm raus, nicht mehr weggegangen. Hattest du den Link gesehen in Steam? Killing Floor, als das umsonst war? Hatte ich, glaube ich, schon mal gefragt, ne? Killing oder? Floor? Ja, Killing Floors oder so. Das war ein Spiel, das war letztens auf Humble Bumble umsonst. Okay, nee. Das hatte ich dir geschickt in Steam. Aber da warst du wahrscheinlich auch. Da hattest du ja kein Internet mehr gehabt, anscheinend. Schade. Ja. Wieso, was ist Killing Floor? So, nee, was weiß ich, so ein Ballerding mit gegen Zombies und was weiß ich nicht. Alles so Koop. Also, okay. Koop-Spiel. Ach, Scheiße, ja. Ich glaube, da war, habe ich wirklich irgendwas gesehen, aber ich habe es jetzt nicht so wahrgenommen. Scheiße. Nimm ja auch, du nimmst ja auch gerne was mit, was umsonst ist, ne? Ja. Brauch trotzdem meinen Helm. Ich habe irgendwie meinen Helm verbummelt. Ich habe mir jetzt beim Steam Sale habe ich mir The Longest Journey alle drei Teile geholt. Das alte von 99, das habe ich heute schon mal angespielt. Ja. Das ist total witzig. Mit der Grafik. Longest Journey. Mit der nicht vorhandenen Grafik. Ja, ja, das spielt irgendwie in so einer in so einer Zauber Drachen und was weiß ich nicht Magiewelt und in der Gegenwart, das ist irgendwo in der Zukunft. Das ist total abgefahren. Das ist so ein Point and Click eher so. Ja. Den ersten Teil, den habe ich, glaube ich, auf dem Macintosh noch gehabt. Hier steht ein Vogel drin. Oh, ja. Gut. Bei mir? Hast du gesehen, dass wir das hier umgebaut haben?
Ja. Wie kannst du jetzt direkt durchlaufen mit dem Ankylo und ja. so weiter? Cool. Was? Wo war ich denn jetzt? Ach, der ist ja auch neu hier, dieser, der Yamia hast du ja gesehen und Thea. Da oben. Machi. Da. Und Greifen haben wir. Noch zwei mehr. Oh, die finde ich irgendwie nicht so prickelt. Ah, da hätte ich auch einen Runden gehabt. Der passt vielleicht besser. Obwohl. Schauen wir erstmal, wie das ausschaut. Nimmst du gerade auf? Sagst Bescheid, ne, wenn du aufnimmst, ne? Ach so, ja, ja, ich nehme schon die ganze Zeit auf. Ach so. Ja, ich habe die letzten Tage nicht aufgenommen, weil das ist dann ja auch, oder nicht so viel, weil das ist dann ja auch irgendwie doof, wenn du nicht da bist. Deswegen hatte ich das erstmal nicht. Aber jo. Ich habe noch genug zum Schneiden. Ja, eben, ich wollte sagen, bei mir ist auch noch bis, keine Ahnung, bis wann. Und eine Folge habe ich ja mal aufgenommen, das war das letzte, wo wir zusammen gespielt haben. Und keine Ahnung, das geht bestimmt 1,5 Stunden oder so. Das glaube ich, lade ich einfach so hoch, ist mir wurscht. Ja, habe ich ja letzten hier Samstag, nee. Ja, doch, ich hab's gesehen. Halt ja. Diese 1-Stunden-Folge einfach hochgeladen. Deswegen hatte ich heute jetzt keine, weil ich habe den ganzen Tag an meinen Mods gebastelt. Und dann 2 Mods, die ich heute veröffentlicht habe, wieder neues Update. Und deswegen kam ich irgendwie nicht zum Schneiden. Ich wollte heute eigentlich noch schneiden. Ah, es riecht, wie schön. Habe ich es gepfiffen? Nehme ich nicht. Hast du gefunden? Ja, ich habe es gefunden. Ich habe aber... Oh. So, Metall. Was will der denn dafür haben? Will der dafür was haben? Das Ei und die Milch? Frag ich nachher, wenn ich überhaupt was sehen kann. Weil ich bin nämlich eben schon bei ihm gegen die Mauer geflogen, weil die bei mir erstmal nicht zu sehen war. Ach so, er muss erstmal aufbauen. Oh, das ruckelt. So heftige Sachen hingebaut? Die ja. Tiere. Ja. Boah. Kenne ich das denn? Ich weiß es noch nicht. Haben wir das schon mal? Ich bin ja jetzt drin gelandet und das haben wir ja vorher nicht gemacht. Ach so, ja. Ja, ich weiß nicht. Wir bauen ein bisschen. Etwas zierlicher. Ressourcen schon. Ja, eben. Ich wollte gerade sagen, wie können die eigentlich so riesig bauen, ohne dass die hier in Not kommen? Frage ich mich echt immer. Die ganz einfach, wenn du eine gute Grafikkarte hast und einen Rechner hast. Ja, aber trotzdem. Nein, das meine ich doch gar nicht, sondern die Ressourcen. Die wachsen ja ständig nach. Die sind ja nicht irgendwann weg. Ja? Feuer, Blitz oder Gift, fragt er. Was nehmen wir? Feuer, Blitz oder Gift? Was also Feuer, Gift haben Feuer, Feuer. Feuer. Feuer habt ihr. Feuer? Nochmal Feuer? Was? Feuer, Feuer und Feuer. Feuer auf dem Feuer. Feuer habt ihr, ne? Ja. Ja, ich habe noch, aber einen kleinen Feuer. Nimm mal nochmal Feuer, habe ich jetzt Feuer gesagt. Nimm mal noch ein Feuer. Ich komm mit dem Ding eh nicht ordentlich um. Gift finde ich aber auch ganz nett. Sonst fehlt nur noch eins. Schau mal. Gräber. Ja. Jetzt hab ich schon außenrum. Die Brüstung habe ich schon fertig fast. Eins fehlt oh noch. Oh ja, oh ja. Brust ist immer gut. Ah! Ja, und dann müssen wir noch Zäune hin. Ja, 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 ja. Hier gibt es so... Ah! Bin zu blöd, auf die Wendeltreppe zu gehen. Da gibt es irgendwie so einen Zaun, den kann man da machen. So einen runden. Ja, kenne ich. Habe ich schon gesehen. Damit man da nicht runterfällt. Was machst du da mit dem Felsen hier in der Mitte? Das ist ja witzig, dass du das so gemacht hast. Das finde ich irgendwie geil. Ja, dass du in der Mitte so andere Plattform hast. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Nein, musste ich machen sogar. Das war sogar ein praktischer Grund, weil diese... Kiep-Dinger gehen in den Felsen nicht rein und das sind ja S-Plus-Stone und die gehen rein. Aber komischerweise sind die genauso groß. Ja, bei längere Sicht. Nee, weil die Wände, die sind dann ein Stück kürzer immer. Die werden immer kürzer, also das summiert sich halt auf längere Sicht. Okay. Aber so ist doch klasse. Und das jetzt finde ich gut hier mit diesem Platz hier. Und jetzt halt würde ich gerne da oben nochmal eine kleinere Plattform drauf machen, wieder mit Säulen. Da auch noch ein Turm oder wie? Wieder mit Säulen und da oben kommt dann das Haus drauf. Und da hier, soll das Haus. Genau. Ah, das ist nur Ruckel. Und hier außenrum... Das wird aber ein sehr kleines Haus, ne? Ja. Oder steht halt über.
Dann könnt ihr da oben ja natürlich auch noch einen Turm wieder drauf machen, ne? Genau, ich mache einen Turm und dann oben auf dem Turmhaus. Kannst auch am Turm wohnen. Ja, genau. Und hier unten, hier auf dem Plateau hier? Ja, landen musst du ja auch irgendwo. Machst du dann so kleine Hütten oder was machst du da? Oder ja, so Werkstatt? Ja, würde ich gern so Werkstatt und Feuer und irgendwie, keine Ahnung, muss ich mal gucken, was es hier alles so gibt. So ein bisschen so Zeugs, dass da Leben ein bisschen auf der Plattform ist hier. Ja, klar. Die Türme in den Ecken. Ja. Willst du die noch höher ziehen? Ich habe gerade vorhin gesehen, dass es hier diese Battlements auch noch um die Kurve rum gibt. Die werde ich dahin bauen. Dann schaut es besser aus, glaube ich. Achso. Ja, sonst, ich dachte, du wolltest hier dann in den Ecken dann halt Türme haben. Oder so. Nicht die Türme. Ja, okay, komisch, doch, dass sie mal so und mal so sind von der Höhe hier. Ja. Die sind ja alle unterschiedlich. Keine Ahnung, die haben sich alle eingeklinkt, aber... Du kannst mit der Q-Taste und R, glaube ich, kannst du diese Schnapppunkte immer durchschalten. Aber es ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nö, ist eigentlich witzig. Das sieht so ein bisschen ruinenmäßig aus. Das ist auch mit den Holzteilen, die ich da unten rum gemacht habe, ringsrum. Mhm. Die sind auch so komisch angeschnappt. Nein! Aber hier kommt man nicht ganz hoch, ne? Leider. Na, noch nicht ganz. Auf den Felsen. Ich hab gerade auch schon versucht. Schade. Ich höre immer noch die Kettensäge. Knight Rider. Ja, wie bekomme ich jetzt wieder Metall her? Habt ihr jetzt schon irgendwas, was mehr aushält, oder? Wir können ja mal rüber Metall farmen. Ja gut. Sollen wir das machen? Ich hole mal den Quetz.